Was Sie gerade aufzählen, ne, widerspricht so komplett diametral dem Lebensgefühl von ungefähr 80 Millionen da draußen. Die reiben sich jetzt gerade die Augen und sagen, warte mal, so, das war ein Erfolg, aber... Um das Ganze wieder anzukurbeln. Also Sie sagen sozusagen, wenn die Schuldenbremse fällt, dann kommt das Paradies. Ja, eingangs gesagt, Jens Tertrina hat auch gesagt, es waren viele Krisen, die in den letzten 3 Jahren da... Ja, das ist jetzt wieder die typische Floskel. Krisen hatten die anderen ja auch. Bei Lanz waren 4 Nachwuchspolitiker aus dem Bundestag eingeladen, einmal von der SPD, einmal von der FDP, einmal von den Grünen und einmal von der CDU. Ein Wunder, von der AfD hat natürlich jemand gefehlt. Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Aber ich dachte von vornherein, dass die Merle Spellerberg die Schlimmste sei. Die war nämlich auch nicht direkt gewählt, sondern hat es nur über den Listenplatz geschafft. Ähnlich wie auch eine Emilia Fester und andere Konsorten bei den Grünen. Aber ich muss sagen, eine Anna Kasautsky von der SPD hat alles übertroffen an diesem Abend. Auch wenn die Grüne auch sehr schlimm war. Denn die Kasautsky wusste noch nicht einmal, was Inflation ist, beziehungsweise war sich der Bedeutung der Inflation nicht bewusst. Ähnlich wie wir es ja auch von einem Habeck kennen, aber schauen Sie selbst. Und wenn wir über die letzten 3 Jahre Ampel reden, dann hat natürlich die Inflation, 12 Euro Mindestlohn, höre ich ganz häufig, naja, die Inflation hat das doch eigentlich schon fast wieder aufgefressen. Die Inflation ist aber eher am Sinken, die Mindestlöhne bleiben hoch. Die Inflation ist aber eher am Sinken, bedeutet nun mal, dass die Preise nun nicht mehr so schnell steigen, aber sie steigen halt weiterhin und wenn der Mindestlohn konstant ist, bedeutet das eine zunehmende Entwertung der entsprechenden Einnahmen und das sagt dann auch ein Lanz. Die müssen meiner Meinung nach auch weiter steigen, damit die Menschen auch mehr davon haben. Die Inflation, das ist jetzt auch wieder schwierig, was Sie gerade erzählt. Die Inflation ist da, wo sie ist und die steigt nun nicht mehr so stark. Korrekt. Die Rate steigt nicht mehr so stark. Die Inflation ist weiterhin sehr, sehr hoch. Und das merken ja auch alle jeden Tag im Portemonnaie. Also wenn Sie jetzt sozusagen sagen wollen, das ist ein Erfolg der SPD oder dieser Ampelregierung, muss man leider sagen, leider nein, leider gar nicht. Würde ich so nicht sagen. Würde ich so nicht sagen. Also komplette Realitätsverweigerung an der Stelle. Ich finde es auch interessant, wie man so gesehen hat, wie ihre Gehirnzellen für mehrere Sekunden arbeiten und sie erstmal ja, diese Fakten, diese grundlegende Mathematik verarbeiten muss. Würde ich so. Weil das, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen langfristig den Menschen helfen. Ich habe nicht gesagt... Das spielt doch gar keine Rolle, ob ihr den Menschen langfristig helfen wollt oder nicht. Wenn der Mindestlohn von der Inflation direkt aufgefressen wird, dann ist es nun mal einfach machtlos. Gerade wenn man bedenkt, dass natürlich auch die kalte Progression hier noch ein Wörtchen mitzureden hat. Wenn man entsprechend den Mindestlohn anhebt, müssen die Leute ja auch mehr Sozialabgaben und Steuern darauf zahlen. Das heißt, netto bleibt ihnen auch wiederum weniger über. Und das, was ihnen netto weniger überbleibt, darauf müssen sie dann entsprechend noch mit der Inflation rechnen, die die Kaufkraft ihres Nettoeinkommens dann nochmal schmälert. Ich sage, dass in den letzten 3 Jahren alles gut gelaufen ist. Das würde auch nicht stimmen. Ich würde aber sagen, dass wir tatsächlich viele Sachen auf den Weg gebracht haben, die vorher in den 16 Jahren große Koalitionen nicht möglich waren. Und ich sage nicht, alles war gut, aber ich sage auch, man muss sich für die Erfolge, die wir hatten, nicht verstecken. Also diese Realitätsverweigerung ist wirklich bemerkenswert. Man fährt das Land komplett gegen die Wand. Man hat 2 Jahre in Folge Rezession. Zahlreiche Arbeitsplätze sind jetzt bedroht. Und sie spricht davon, dass man sich nicht verstecken müsste für die Leistung, die man in der Politik erbracht hatte. Um die Leistung der Ampel ging es auch in folgender Szene, wo ein Lanz mal nachhakt, ob sie denn wirklich finden würde, dass die Ampel eine gute Arbeit getan hätte. Das ist interessant, wie er so antwortet, irgendwie sehr, so wie Profipolitiker das machen. Und Sie finden wirklich ernsthaft, dass diese Ampel in diesen 3 Jahren richtig viel erreicht hat? Ja, tatsächlich. Ich kann gerne auch ein paar Punkte nennen. Bitte. Also Punkt 1, 12 Euro Mindestlohn. In meinem Wahlkreis ist in Mecklenburg-Vorpommern 39% der Erwerbstätigen in Vorpommern-Rügen haben von 12 Euro Mindestlohn profitiert. 39% haben vorher weniger als 12 Euro die Stunde verdient. Wie soll man sich da was zur Seite legen für schlechte Zeiten, für die Bildung der Kinder, für das Alter? Das geht nicht. Das ist ein ganz großer Punkt. Wir haben also erstmal ist es keine Leistung, per Zwang den Unternehmen vorzuschreiben, welche Löhne sie zu zahlen haben. Ja, es ist überhaupt keine Leistung. Und zweitens hat es auch nichts gebracht, weil, wie gesagt, die Mindestlohnerhöhung ja aufgefressen wurde durch die kalte Progression und die Inflation. Wir haben das Wohngeld, wir haben die Fachkräfteeinwanderung.
Ja, die sogenannte Fachkräfteeinwanderung ist eine Lebenslüge der SPD. Tatsächlich haben wir lediglich eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme gehabt und gleichermaßen eine Auswanderung von Fachkräften in Tausenden von Scharen aus Deutschland hinweg, wo 75% einen Hochschulabschluss haben. Wir haben im Bereich der Digitalisierung tatsächlich ziemlich viel mit auf die Reihe bekommen. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ob das jetzt der Sovereign Tech Fund ist, ob das das Zendes ist, damit wir endlich im Bereich der Digitalisierung vorankommen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt Geld für die Digitalisierung bereitgestellt. Wie viel wurde davon abgerufen und was wurde schon wirklich vernünftig in der Praxis umgesetzt? Wo wurde wirklich Digitalisierung in der Verwaltung betrieben? Können Sie mir an dieser Stelle wahrscheinlich nicht beantworten. Im Bereich natürlicher Klimaschutz für die Moore haben wir wahnsinnig viel gemacht. Wir haben ab 1.1. die Umwälzung der Netzentgelte, günstige Strompreise in fast ganz Deutschland. Ich würde sagen, das ist was, da muss man sich nicht für verstecken. In welcher Welt hat Deutschland denn bitteschön günstige Strompreise? Okay, was Sie gerade aufzählen, ne, widerspricht so komplett diametral dem Lebensgefühl von ungefähr 80 Millionen da draußen. Die reiben sich jetzt gerade die Augen und sagen, warte mal, so, das war ein Erfolg, aber wo lebe ich eigentlich? Wo war ich in der Zeit, als die jetzt so erfolgreich regiert haben? Ja, an dieser Stelle möchte ich es einmal mit den berühmten Worten eines bekannten deutschen Philosophen und Kinderbuchautoren beschreiben und formulieren. Single von Wirklichkeit. Können Sie das nachvollziehen? Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Also waren Sie zufrieden mit der Performance dieser Bundesregierung? Nicht immer. Das, also wenn ich sagen würde, ich war da immer zufrieden mit, das wäre gelogen, das stimmt so nicht. Und Sie haben ja eingangs gesagt, Jens Tertriner hat auch gesagt, es waren viele Krisen, die in den letzten 3 Jahren da... Ja, das ist jetzt wieder die typische Floskel. Krisen hatten die anderen ja auch. Ja, ich muss sagen, ein Lanz hat mir sehr gut gefallen an diesem Abend. In der Tat, ja, immer diese Ausrede mit der Krise. Warum geht es nur Deutschland so schlecht, ja? Das kann man nicht immer alles nur auf externe Effekte zurückführen. Das hat auch etwas mit dem eigenen Fehlverhalten und den eigenen kompletten Fehlentscheidungen zu tun. Alle rund um uns in Europa hatten alle Krisen. Aber wenn die hatten auch alle Ukraine-Krieg, die hatten alle das Thema Energie, hatten die alle auch. Aber die haben alle Wachstum und wir nicht. Ja, was die alle haben, ist eine andere Schuldenregel, als wir es in Deutschland haben. Was wir jetzt in den Zeiten bräuchten, wären mehr Investitionen auch in unsere Wirtschaft. Ja, am Ende, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann ist es natürlich immer die Schuldenbremse, die schuld ist. Dann liegt es immer daran, dass man keine Schulden machen kann. Ja, das ist typisch SPD, typisch Grüne. Wir haben in Deutschland nun mal ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. So viel steht fest. Um das Ganze wieder anzukurbeln. Also Sie sagen sozusagen, wenn die Schuldenbremse fällt, dann kommt das Paradies. Nee, das sage ich nicht. Und das Paradies ist ja auch nichts, was man sich irgendwie hier so einmal herbeiwünschen kann. Nee. Da muss man, Sie sagen die Schuldenbremse. Man muss natürlich was dafür tun. Und wenn ich mit den Menschen bei mir im Wahlkreis spreche und frage, was sind denn die Sorgen, was sind denn die Nöte, dann sind es die Fragen, habe ich bald noch einen Job? Kann ich mir meine Wohnung leisten? Kann ich mir mein Essen leisten? Und haben wir bald Krieg in Europa? Oder haben wir bald Krieg in Deutschland? Werden wir da irgendwie mit beteiligt? Das sind die Fragen, die sich die Leute stellen. Darauf müssen wir antworten. Finden. Ja, und auf all diese Fragen habt ihr ja keine Antworten bei der SPD, außer dann wiederum mehr Schulden machen. Ja, für euch ist der einzige Ausweg einfach nur mehr Schulden zu machen, egal was morgen kommt, egal welche Zinskosten uns entstehen. Hauptsache, man kann weiter fleißig Wählergeschenke verteilen, weil man selber keine vernünftige Politik macht, die Probleme bei den Ursachen angeht und nicht bei den Symptomen. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.